Einbruch in ein Reihenhaus. Kommissar Naseband wird von seinem Kollegen Robert Ritter unterstützt. Oh, schön, dass du mal wieder mit von der Partie bist, Junge. Hm? Solange ich nicht euren Schreibkram machen muss, helfe ich euch gerne. Passt schon. Schuld sein hier? Sie sind uns ein Ticken, ja, aber klar, nicht mehr ganz richtig. Sonst, ich kann, wer denn sonst? Ich kann doch nichts dafür, dass in Ihre Bude eingebrochen wird. Entschuldigung, bitte. Also, ich meine, bitte. Ja, was denn? Sind Sie Frau Gärtner? Ja. Wir sind von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Naseband, das ist mein Kollege Herr Ritter. Bei Ihnen wurde eingebrochen. Ja, wissen Sie warum? Weil dieses Exemplar, dieser Herr Lönning, nicht einmal für Nötegeld jetzt halten hier Sie mal auf mal mein Haus aufzubauen. Ich dachte, wir gehen mal rein. Ich bin jetzt hier total. Wir unterhalten uns mal in Ruhe. Also jetzt reicht's hier wirklich auch noch frech werden. Also die Alte, die tickt doch nicht mehr ganz sauber, oder? Die spinnt doch runter. Ist nicht wahr, ne? Frank Lönning ist mein Name. Ich bin der Nachbar von dieser Tante da. Das war ja nicht zu behören. Haben Sie kurz Zeit für ein paar Fragen? Ja, klar. Aber ich kann Ihnen gleich sagen, ich habe davon überhaupt nichts mitgekriegt. Aber der Lönning, der muss das doch mitbekommen haben. Ich meine, der Einbrecher ist schnurstracks gemütlichst durch die Vordertür rein. Die stand ja sogar offen, als ich auch von der Arbeit nach Hause gekommen bin. Ja, aber ehrlich gesagt, auf den ersten Blick habe ich dort keine Einbruchspuren erkannt. Das ist auch logisch, der Kerl hat einen Schlüssel gehabt. Und woher? Ich habe das mit dem Schornsteinfeger ausgemacht. Ich habe ihn den unterm Blumentopf versteckt, weil ich doch aus dem Laden nicht weg konnte. Ja, aber nur weil der Schornsteinfeger wusste, wo ein Wohnungsschlüssel ist, weil das heißt ja noch nicht, dass er sie bestohlen hat. Ja, und warum bitte nicht? Ja, also wissen Sie, Leute, die in Wohnungen einsteigen wollen, die kennen auch die üblichen und typischen Verstecke für Haustürschlüssel. Also besonders originell ist es nicht unter dem Blumenkübel. Soll's auch nur meine Schuld sein, ja? Ich sag Ihnen noch was dazu. Meiner Meinung nach hat der Lönning den sogar noch angestiftet, weil bei dem war er vorher. Also die Frau Gärtner, die redet sich da irgendwas ein, ja? Außerdem ist es selber schuld, wenn sie ihren Schlüssel da draußen deponiert. Wann war der Schornsteinfeger denn bei Ihnen? Das war so gegen 14 Uhr um den Dreh. Und dann war er bei mir eine halbe Stunde und danach ist er rüber zur Gärtner. Und Ihnen ist nichts aufgefallen? Nö, der war ganz normal, ne? Also im Gegenteil, der hat sogar noch ein Späßchen gemacht, weil er zu dem alten Drachen rüber muss. Sie und Frau Gärtner sind nicht gerade die besten Freunde, oder? Garantiert nicht, ne? Das hat man gemerkt, ne? Mhm. Ne? Wenn einer Tratsch verbreiten kann, ja, oder irgendwelche Gerüchte, dann ist das Biest das, ne? Verstehe. Und Sie haben auch nicht gesehen, dass die Tür von Frau Gärtner offen stand? Nee, überhaupt nicht, ne? Sonst hätte ich ja irgendwas unternommen, ne? Aber Sie müssen wissen, ich bin LKW-Fahrer und hatte also wirklich eine harte Nachtfahrt hinter mir. Mhm. Mit Stau und allem drum und dran, alles, was dazugehört. Und als der Schornsteinfeger dann rübergegangen ist zu ihr, dann habe ich erst mal ein bisschen Schlaf nachgeholt. Ich sag Ihnen was, ich wette. Der Lönning, der freut sich jetzt auch noch wie ein Schneekönig, dass ausgerechnet mir das passiert ist. Frau Gärtner, bitte. Also, außer dem Bargeld, dem Schmuck und den paar Silbergegenständen, fehlt da sonst noch irgendwas? Nee, ich denk jetzt nicht, nee. Aber, und das schreiben Sie sich bitte auf, da war der Ring von meiner, der Ehering von meiner Mutter dabei. Ein Diadem von meiner Ur-Urgroßmutter. Wissen Sie, das sind für mich unersetzbare Dinge. Ja, das verstehe ich ja auch. Und wir werden natürlich versuchen, die Sachen wiederzufinden. Wir fangen jetzt erstmal an bei dem Schornsteinfeger und reden mal mit dem. Ach, auf einmal? Ich dachte, Sie glaubten gar nicht, dass der es war. Naja, das muss ja auch nicht so sein, aber wir ermitteln in alle Richtungen. Mhm. Und vielleicht hat der Mann nur irgendwas beobachtet. Mhm. Können Sie mir seinen Namen sagen? Habe ich was Besseres für Sie? Habe ich's da? Ei. Ja, die können Sie haben, die brauche ich nicht mehr. Na, wunderbar, vielen Dank. Ja? Schönen guten Abend. Sind Sie Frau Mewis? Ja. Wir sind von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Naseband, mein Kollege Herr Ritter. Kripo? Ist was passiert? Nur ein paar Fragen. Ist Ihr Mann zu Hause? Mein Mann? Nein, der müsste noch bei der Arbeit sein. Ja, das dachten wir eigentlich auch, aber da ist er nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht, wo er so lange bleibt. Aber wo ist das Problem? Das Problem ist, dass Ihr Mann eigentlich nur bis 14.30 Uhr Kunden besucht hat. Die Termine danach hat er gar nicht wahrgenommen. Ja, und deswegen sucht ihn gleich die Kripo? Nein, deswegen nicht. Ihr Mann steht im Tatverdacht, eine Kundin bestohlen zu haben. Ihr Kollege kann sich hier gerne mal umschauen. Er wird sowieso nichts finden. Mama, wer sind die beiden Männer und wo ist Papa? Der Papa ist doch noch bei der Arbeit und die beiden Männer, das sind Bekannte von Papa. Ja. Geh doch schon mal dein Zimmer aufräumen und zieh dir bitte deinen Schlafanzug an, mhm. Ja? Ich komme dann gleich und lese dir noch eine Geschichte mhm. vor. Tschüss. Läuft gegen Sie eine Fendung? Ja, also, naja. Ich habe vor ein paar Jahren meinen Job gekündigt, um halt einfach mehr Zeit zu haben für unseren Sohn. Er hat ADS und da braucht er mich. Okay.
Und ihr Mann, der verdient so wenig, oder? Tja, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Es wird alles immer teurer und wir können die Kredite nicht mehr zahlen. Das ist alles echt nur noch zum Verzweifeln. Ja, das ist bitter. Meinen Sie vielleicht, dass Ihr Mann so verzweifelt ist, dass er auch stehlen würde? Nein, also ganz bestimmt nicht. Wenn mein Mann nämlich wegen sowas seinen Job verlieren würde, hätten wir am Ende doch gar nichts mehr. Und? Alles klar, hier ist nichts. Gut, ja, wo könnte Ihr Mann denn sein, wenn nicht bei der Arbeit? Keine Ahnung, das weiß ich dann wirklich nicht. Der Schornsteinfeger ist immer noch verschwunden. Fahndung läuft. Ich habe mal die finanzielle Lage der Familie gecheckt. Die haben Schulden ohne Ende. Die haben Schulden bei der Bank, beim Vermieter, bei Versandhäusern und so weiter. Da geht gar nichts mehr. Naja, vielleicht geht da schon was, wenn man ab und zu mal die Kunden beklaut. Ja, und wo bunkert er dann das Geld? Auf dem Konto jedenfalls nicht. Da geht regelmäßig nur sein Gehalt ein. Ich meine, der Typ, der wäre ja auch schön blöd, wenn der illegal erworbenes Geld auf seinem Konto bunkert, oder? Ja. Ich glaube, ich rede noch mal mit dem Chef. Vielleicht hat es ja schon öfter Beschwerden von Kunden gegeben. Die Kollegen haben das Auto des Schornsteinfegers gefunden. Steht im Pappelweg. Ganz in der Nähe der bestohlenen Frau Gärtner. Schönen guten Tag, Herr Lönning. Ach, guten Tag, der Herr Kommissare. Sind Sie schon weitergekommen in Ihrem Fall? Darüber werden wir Ihnen keine Auskünfte geben. Wenn Sie uns bitte entschuldigen könnten? Oder haben Sie noch wichtige Hinweise für uns? Nee, eigentlich nicht. Dann gehe ich halt. Gut. Wir haben den Wagen aufgemacht. Auf den ersten Blick nichts Auffälliges. Ihr fahrt ja nach dem Fahrer? Ja, der ist halt gestern verschwunden. Ja. Braucht ihr uns noch? Nee, danke, Jungs. Vielen Dank nochmal, ja. Offen ist er schon mal. Holla. Was haben wir denn hier? Ach, Hülsen hat er auch geklaut. Aber das Teil kann wohl nicht von der Hausbesitzerin stammen. Nee, von der sicher nicht. Sieh das mal. Für den tollsten, attraktivsten und charmantesten Schornsteinfeger-Kollegen aller Zeiten. Ich liebe dich. Ach, eine Schornsteinfegerin. Seine Frau weiß nicht mal ein- oder ausverschulden. Und der hat eine Freundin. Hier kommt's ja noch besser. Bald haben wir genug zusammengespart für unseren Neuanfang. Kannst schon mal was aussuchen? Deine Marie? Das ist ja eine harte Nummer. Der braucht das Geld nicht für seine Familie. Der will sich absetzen. Das ist ein Reiseprospekt hier. Dann weiß er vielleicht Madame Schornsteinfeger, wo ihr Kollege ist. Ja, Dani ist mein Arbeitskollege. Aber den habe ich schon seit gestern nicht mehr gesehen. Warum? Ja, kein Wunder, weil er wahrscheinlich abgehauen ist. Er soll eine Kundin bestohlen haben. Daniel? Nein, das glaube ich nicht. Naja, er braucht doch dringend Geld für ihr gemeinsames Projekt. Das ist nicht so, wie Sie denken, wirklich. Wegen Ihrer Beziehung brauchen Sie sich nicht zu rechtfertigen. Aber Ihr Freund ist verschwunden. Wahrscheinlich, weil er sich strafbar gemacht hat. Und Sie sollten uns helfen, ihn zu finden, bevor Sie sich auch strafbar machen. Aber ich weiß nicht, wo Daniel ist. Ja, es stimmt, wir brauchen das Geld. Aber doch nicht so. Außerdem, er würde nie ohne mich abhauen. Da sind Sie sich ganz sicher? Ja, natürlich, weil das Geld, das wir gespart haben, haben wir auf mein Konto eingezahlt. Außerdem, er liebt mich. Es muss ihm irgendwas passiert sein. Hallo. Und Rosselt? Ja. Also Tatwaffe war ein Kabel oder eine Art Drahtseil. Dafür braucht man relativ viel Kraft. Spricht für einen männlichen Täter, oder? Ja, nicht unbedingt. Also wenn eine kräftige Frau ihn von hinten überrascht und leicht zuzieht und dabei richtig entschlossen ist, dann kann das auch eine Täterin gewesen sein. Hm. Die Hausbesitzerin ist eine relativ kräftige Frau. Mhm. Also wie er aussieht, ist er seit mindestens 24 Stunden tot. Er ist gestern kurz nach 14 Uhr das letzte Mal lebend vom Nachbarn gesehen worden. Danach hat er hier im Haus einen Termin. Hat er das Diebesgut bei sich? Mhm. Wie du siehst, Diademe, Ringe, Bargeld und Silberschmuck. Ich hab's sauber gemacht. Da wollte ich im Keller was holen. Und da lag der Mann da. Tot.
Mein Gott, was ist denn hier schon wieder los? Schon wieder die ganze Polizei hier? Ihre Putzfrau hat den Schornsteinfeger gefunden. Ach, Olga. Sehr gut, sehr gut. Und? Haben Sie ihn wieder beim Stehlen erwischt? Wo ist er denn überhaupt? Er ist im Keller. Ach. Tot. Er wurde ermordet. In meinem Haus? Vielen Dank erstmal für Ihre Angaben. Der Kollege wird Sie rausbringen, ja? Danke. Ja, so genau wissen wir das alles noch nicht. Sagen Sie mal, das ist ja total schrecklich. Davon abgesehen haben Sie meine Schmuckstücke wiedergefunden. Ja. Hab ich's euch doch gleich gesagt. Hab ich's doch gleich gesagt, der steckte dahinter. Sagen Sie mal, gibt es eigentlich Zeugen dafür, dass Sie gestern den ganzen Tag in Ihrem Laden waren? Ja, selbstverständlich, ich habe Kunden, was glauben Sie? Zeitweise bin ich da schon mal irgendwie alleine. Wieso, was soll das jetzt? So wie es aussieht, wurde der Schornsteinfeger gestern Nachmittag hier in Ihrem Haus ermordet. Es könnte ja sein, dass Sie doch hier waren, ihn beim Stehlen erwischt haben und... Ich? Junger Mann, jetzt machen Sie mal einen Punkt. Ja, also für mich ist das eine Grenze erreicht. Das sind erstmal alles nur Routinefragen. Aber es wäre doch ganz gut, wenn Sie vielleicht jemanden wüssten, der bezeugen kann, dass Sie gestern in der Zeit von 14 bis 16 Uhr in Ihrem Laden waren. Das dürfte kein Problem sein. Außerdem bräuchten wir noch eine Speichelprobe von Ihnen, die auf Fingerabdrücke. Könnte er gerne haben.